Überall in Norddeutschland gibt es sie wieder, die kleinen Läden auf dem Land. In der Dorfladen ist wie früher die Post. Aber Tante Emma heute geht anders. Die neuen Dorfläden sind im 21. Jahrhundert angekommen. Hallihallo ihr alle. Kommt gerne vorbei, wir haben ganz, ganz viel für euch aufgebaut. Man muss auf jeden Fall Mut mitbringen. Mut mitbringen, in so ländlichen Räumen, abseits größerer Orte, sich niederzulassen und so einen Dorfladen zu eröffnen. FKK Unverpackt heißt übersetzt freie Konsumkultur, aber ist natürlich eine Anspielung auf das Nacktsein. Allein Dorfladen reicht heute nicht mehr. Also haben wir beschlossen, dann bauen wir ein Café dazu, dann wurde es ein Restaurant, dann war es ein Restaurant mit Dorfladen und so hat sich das immer weiterentwickelt. Los geht's! Entertainment gehört dazu. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich muss einfach mich um Leute kümmern, beziehungsweise ich möchte, dass es denen gut geht und dann kommt ganz viel zurück. Weitenhagen bei Greifswald, 1500 Einwohner, Stippvisite vom Amt. Noch ist unklar, ob die Schmelters Unterstützung bekommen. 48 Dorfläden wurden in Mecklenburg-Vorpommern seit 2011 gefördert, mit Mitteln des Wirtschaftsministeriums. Mario Schmelter versucht es jetzt auch. Auch hier Regale mit Produkten und hier vorne soll dann so ein Tresen entstehen, an dem dann auch verkauft wird und auch der Kaffee gereicht wird und sowas. Also ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit für alte Häuser. Ich bin selbst im Plattenbau aufgewachsen und habe die Ferien aber in so einem alten Bauernhaus im Mecklenburgischen verbracht. Und in dem Ort gab es noch viele von diesen großen alten Fachwerkhäusern, die aber schon während meiner Kindheit dort verschwanden. Ich habe mich dann mal gefragt, warum reißen die denn diese schönen alten Häuser ab und bauen dann da so, Beton-Eigenheime dahin. Die waren für mich überhaupt kein Ersatz. Jetzt soll der Traum des 49-Jährigen wahr werden. Mit seiner fünfköpfigen Familie will er hier bald wohnen. Platz genug wäre ja für die Wohnung, das Café mit Sommergarten und den Dorfladen. Ja, also der Bereich soll nachher die Café- und Ladenküche werden, wo dann ja, Kuchen gebacken wird oder ein kleines Lager ist, wo man dann abspült und sowas alles. Ne? Da kommt dann hinten noch ein Durchbruch hin. Und diese Wand wird dann nachher zu sein. Die mussten wir natürlich aufmachen, weil wir hier, Sie sehen hier unten, die Schwelle einbauen mussten. Das alte Küsterhaus hat eine bewegte Geschichte. Erst war es eine Schule, dann stand es lange leer. Nerius hegt große Sympathien für den Dorfladen im historischen Ambiente, aber die Bürokratie. Jetzt liegt es an ihm, das auch da sich hinterzuklemmen und Wege auch auf die Verwaltung zuzugehen, um da die Unterlagen einzureichen, die gefordert werden und sodass dann auch Fördermittel auch fließen können. Denn die Sanierung stockt. Hinter dem Haus ist Katrin Schmelter schon deutlich weiter. Weil es eine ganz andere Henkelform ist, habe ich mich damit ein bisschen schwer getan. Ja. Aber vielleicht machen wir die Form Kaffee. Ist auch schön. Ja, das finde ich eigentlich auch, dass wir sowas als Milchkaffeetassen nehmen. Mhm. Aber kriegst du das nochmal verändert mit dem Henkel hier? Dass das ein bisschen tiefer, aber das ist cool. Das Café heißt nachher Wilder Garten. Und eigentlich suche ich so ein Motiv, das so ein bisschen passt dazu. Und da sind wir noch nicht ganz uns einig geworden. Birgit hat schon mal einmal so einen Vorschlag gemacht mit den Blumen. Aber das ist mir noch zu brav, ja. Und mit den Tassen ist es ja nicht getan. Es fehlen Teller, das Besteck und. Verschiedene Untertassen hier. Ne, das ist denn. Die Schmelters nutzen jede Möglichkeit, sparsam mit Ressourcen umzugehen. Das Fachwerk zum Beispiel soll mit Lehm neu verfüllt werden, der aus dem Haus stammt. Also alles, was wir hier ausbauen, wird immer schön gesammelt und das wird wieder eingesumpft. Lehm ist ein wunderbarer Baustoff, den kann man jahrhundertelang benutzen. Also unsere Vorfahren haben das ja auch so gemacht. Wir haben ganz viele wiederverwendete Hölzer hier gefunden. Vielleicht von einem Vorgängerhaus. Ne? Also hier stand vorher schon ein Haus, das weiß ich. Das ist abgerissen worden, um dieses dann hier zu bauen. Und vielleicht sind diese Hölzer aus diesem Haus, was da vorher schon stand. Der alte Lehm macht sich ganz gut an der Fassade des künftigen Dorfladens.
der Dorfladen, das soll so ein Herzstück des Dorfes werden. Wir wollen nachher anbieten verschiedene Produkte, wie also vor allen Dingen Bio und regional. Also es soll eigentlich für alle was dabei sein. Und wir wollen auch hier Brot und Brötchen anbieten, dass hier morgens dann sonntags oder samstags eben auch Brötchen gegessen werden können. Und dann auch das Café, das wird schon sehr gut, also im Dorf wird da schon sehr drüber gesprochen, dass hier ein Café soll. Ich glaube, das ist das Highlight für viele, nicht den Kaffee zu Hause zu trinken, sondern auch mal rauszugehen. Und da wird selbstgebackener Kuchen angeboten und wir wollen nachher auch ein bisschen ausbauen mit Frühstück fürs Wochenende. Wir hoffen, dass die Städter hier auch ein bisschen kommen aufs Dorf. Und hier ist viel Fahrradtourismus. Da setzen wir auch ein bisschen drauf und freuen uns, einfach auch Gastgeber zu sein. Bis zur Eröffnung haben sie sich noch 6 Monate Zeit gegeben. Katrin ist Erzieherin, Mario arbeitet als Lehrer. Beide können nur nach Feierabend und an den Wochenenden auf die Baustelle. Eigentlich sollte der Laden zum Jahresende eröffnen. Werden sie das schaffen? Familie und Freunde helfen, wo sie können. Aber die Fördermittel sind noch nicht bewilligt. Zeit und Geld werden allmählich knapp. Etwa 2 Stunden von Weitenhagen in Schwerin, nicht weit vom Schloss, liegt der Unverpacktladen von Susanne Meletzki. Die Mecklenburgerin hat Mode studiert, lange in Asien gelebt. Nachhaltigkeit und Achtsamkeit sind ihr wichtig. Weil das natürlich ein ganz anderes Einkaufen bei uns ist. Man kauft viel bewusster ein. Man macht sich Gedanken vorher, man schreibt sich eine Liste und muss ja dann auch die Behältnisse vorbereiten, sodass man dann sehr bewusst einkauft und eben auch nur die Menge, die man wirklich braucht. Ihre Nudeln, den Reis, die Nüsse möchte sie in Zukunft gerne mit einem Mobil in die Dörfer rund um Schwerin fahren. Vor allem zu den Älteren, die jetzt für den Laden weite Wege in die Stadt in Kauf nehmen. Es kommen auch immer wieder Kunden, die eben in einem Alter sind, dass sie das noch von früher kennen und die sich freuen, dass sie den Geruch, aber auch, dass sie Dinge abfüllen können, dass sie das ganz besonders und irgendwie ja, in Erinnerung schwelgen lassen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Tante-Emma-Laden ist, aber ja, vielleicht ein Upgrade. Vieles ist wie früher. Die lose Ware in großen Behältern, von Hand beschriftet. Aber alles ist irgendwie frischer und frecher. Auch der Name des Ladens. Ja, FKK Unverpackt heißt übersetzt freie Konsumkultur, aber ist natürlich eine Anspielung auf das Nacktsein. Und bei uns gibt es eben die Lebensmittel unverpackt, hüllenlos und nackt. Jeder Kunde bringt seine eigenen Gefäße mit, wiegt sie, wenn sie leer sind, und macht sie voll. Ich habe selber gemerkt, dass ich viel Plastik habe. Ich habe einen Sohn bei mir zu Hause, der muss den Plastikmüll immer wegbringen. Der ärgert sich immer, wie viel das ist. Und dann dadurch wurde mir eben auch nochmal bewusster, was da eigentlich, wo alles wie drum ist. Und dann die Idee, das mal zu verändern und zu merken, es ist nicht so kompliziert. Also klar, man braucht die Dosen, die Töpfe, aber die hat man ja zu Hause alles mal durchgewaschen. Und dann merkt man relativ schnell, wie viele Behälter man eigentlich hat. Und dann braucht man nur noch vorbeizukommen und aufzufüllen. Neben Trockenware gibt es jeden Donnerstag Obst und Gemüse von einem Hof ganz in der Nähe. Die Produkte kommen direkt vom Feld. Das Konzept heißt solidarische Landwirtschaft. Wir teilen uns mit den Leuten die Ernte. Jeder zahlt einen monatlichen Beitrag und bekommt dafür alles, was wir gerade ernten. Und deswegen kommt man hier nicht her wie in einem Supermarkt und sieht hier, die Tomaten kosten 8 Euro das Kilo, sondern hier liegt ein Zettel und da steht, ich habe einen kleinen Anteil und ich kann mir einfach 1 Kilo Tomaten nehmen. Den älteren Kundinnen hilft Susanne beim Einkauf. Zu vielen pflegt sie ein freundschaftliches Verhältnis. Ihre älteste Kundin, 94 Jahre alt. Den Beleg, brauchst du den? Auch Kinder kommen gerne hierher.
Es ist wie Kaufmannsladen spielen, aber in echt. Welche magst du denn am liebsten? Die Rosen und die Weißen. Die Joghurtfrüchte, ja, die sind auch super lecker. Dann packen wir mal ein paar ein. Oh, das riecht schon so gut, ne? Hi, na? Na? Anita Rösing kauft inzwischen eigentlich alles im Unverpacktladen, sogar Backpulver, auch wenn sie anfangs mit den Mengen haderte. Also so ein Teelöffelmaß, irgendwann hat man das ja raus, dann weiß man, also ein Tütchen, genau, da war ich am Anfang so, ey, was ist denn jetzt ein Tütchen, weil in den Rezepten steht ja dann ein Backpulver, ne? Das muss man ein bisschen umlernen, aber das, irgendwann kann man das. Der Laden läuft, auch weil es mehr als nur ein Laden ist. Weniger Verpackungsmaterial. Das andere ist, dass man ein bisschen näher an den Lebensmitteln selber dran ist. Und vielleicht auch mal was erkundet, was man sonst nicht so gewohnt ist. Weil hier auch ein anderer Austausch stattfindet. Also ich kann auch mal sagen, was wollt ihr eigentlich mit dem ganzen Quinoa? Ich weiß immer gar nicht, wie ich das zubereiten soll. Und dann kommt irgendwer zur Seite und sagt, ja, Quinoa, ja, das kaufen die meisten deswegen, weil sie damit ihr Müsli machen oder weil sie es quellen und damit einen Salat machen. Oder. Und dann kommt man in Austausch darüber, wie man das denn ausprobieren könnte. Instagram, Facebook und WhatsApp. Susanne nutzt die sozialen Medien beinahe täglich. Postet Stories, Fotos und Infos zum FKK-Sortiment und Neuigkeiten zum mobilen Dorfladen. Im Moment sieht es so aus, dass wir erstmal ein Lastenrad bekommen, sodass wir natürlich dann doch erstmal nur die Innenstadt beliefern können. Aber vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, dass es zukünftig auch mobil gibt, sodass wir auch die dörflichen Regionen beliefern können. Ein Unverpackt-Mobil, also FKK an Strand und See, ja, das wär's. Draußen auf dem Land, in Gramentin am Kummerower See, grünt und blüht der Dorfladen Märchengarten. Der Laden heißt nicht ohne Grund so. Also angefangen haben wir mit dem Garten, wir wollten einen Garten. Und wir haben 3,5 Hektar Land gekauft hier. Und das wird jetzt alles Stück für Stück in Gärten umgewandelt, nach Märchenthemen. Also so wie der Zwergnase-Kräutergarten und so bauen wir jedes Jahr einen Garten dazu. Nur über Gärten kann ich eben meinen Lebensunterhalt nicht finanzieren. Also haben wir beschlossen, dann bauen wir ein Café dazu, dann wurde es ein Restaurant, dann war es ein Restaurant mit Dorfladen und so hat sich das immer weiterentwickelt. Das Projekt bekommt eine Anschubfinanzierung vom Land, doch dann fehlen plötzlich die Handwerker. Corona kam dazwischen, daraufhin gab es keine Bauhelfer mehr. Und dann haben wir es eben zu zweit gemacht. Das war unser Corona-Lockdown. Genau. Ein ganzes Jahr, die ganze Zeit hier. Ein Jahr lang morgens bis abends in der Kälte, in der Hitze. Ja. Vom Verputzen übers Fließen bis zum Malern. Alles machen die beiden selbst, mithilfe von YouTube-Videos. Sie teilen von Anfang an jeden Schritt mit einer wachsenden Zahl an Followern im Netz. Also erstmal gibt es natürlich neue Kunden, die kommen, weil sie es auf Instagram oder Facebook oder irgendwo gesehen haben, YouTube. Aber auch die, die uns schon sowieso folgen, immer wieder daran zu erinnern, wir sind noch da, wir haben eine neue Speisekarte, es ist immer noch interessant bei uns, es lohnt sich wiederzukommen. Was noch viel auftaucht, ist, dass das Konzept Hofladen sehr in den Köpfen ist, gerade bei den Touristen. Die erwarten gerade auf dem Lande immer Hofläden, also dass jemand jetzt sein eigenes Obst und Gemüse irgendwo anbietet, seinen eigenen Käse, seine eigene Wurst und lesen dann wirklich rüber über dieses Wort Dorfladen und erwarten Hofladen und kommen dann rein und fragen mich dann oft, der Hofladen sieht ja aus wie ein Dorfladen. Und ich stehe dann immer so ein bisschen da und denke so, es steht oben dran, es soll wirklich ein Dorfladen sein. Aber das scheint noch den Erwartungen noch nicht so zu entsprechen. Vielleicht, weil es sehr lange keine Dorfläden mehr gab und keiner mehr darauf eingerichtet ist, dass ich wirklich einfach im Dorf einkaufen kann. Denn das konnte man hier früher. Einkaufen, was man so braucht. Niemand musste mit dem Auto oder Bus in den nächsten Ort für 1 Pfund Salz. Bis zur Wende gab es in Gramentin noch einen Konsum.
Früher habe ich auch mal selber in Gramtin im Konsum gearbeitet. Ich bin gelernte Verkäuferin. Und ich finde das total toll, dass wir sowas hier bei uns im Dorf haben. Den Weg wir nachher noch weg. So, vielen Dank. Einen schönen Tag. Ne? Wir haben uns sehr überlegt, wie wir dann einen Dorfladen aufmachen können und haben mit vielen Menschen darüber gesprochen, das auch wirtschaftlich durchgerechnet. Und da kommen wir nicht irgendwo auf den Punkt, wo wir unsere Familie mit ernähren können. Dazu wirft so ein Dorfladen, wenn ich ihn zu Preisen halten will, die wirklich als regionale Infrastruktur gelten, dass ich nicht so teuer bin, dass ich nur noch einen Touristen ein Glas Marmelade leisten kann, sondern dass wirklich die Dorfbevölkerung kommt und hier einkauft. Zu den Preisen mache ich nicht genug Geld, um meinen Kredit zu bezahlen, die Stromrechnung zu bezahlen, meine Kinder zur Schule zu schicken und so weiter. Also haben wir überlegt, was man als zweites Standbein dazu haben könnte. Und da kamen wir eben auf die Gastronomie, einfach weil es auch gut passt, weil wir dann Waren aus dem Laden, bevor sie schlecht werden, in die Gastronomie nehmen können und oder aus der Gastronomie dann in den Laden tun können, sodass sich das wirklich ergänzt. Pizza, Pasta, Bruschetta und Antipasti gibt es in Gramentin wie nirgendwo sonst am Komoroer See, mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht zuletzt deshalb findet auch das jährliche Netzwerktreffen der mecklenburgischen Dorfläden hier statt. Auch Berater Michael Nerius und die künftigen Ladenbetreiber Schmelter sind dabei. Die Runden sind total wichtig für uns, weil wir einfach auch so viele Erfahrungen einfach mitnehmen können und teilweise auch aus Fehlern, die vielleicht andere schon getan haben, auch lernen können, dass wir nicht diese Fehler auch gehen. Fehler werden wir immer machen, aber vielleicht kann man die großen dann eben umgehen. Und der Austausch ist unheimlich wichtig. Also wie geht's bei euch? Was läuft bei euch? Wie läuft's bei uns? Also oder was? Wir nehmen ja auch viel mit für uns, weil wir erst im Aufbau sind. Sagen Sie mal, was für Kuchen haben Sie? Ich habe Apfelkuchen, kann ich auch gerne warm machen. Auch Antjes Garten ist noch im Aufbau, aber es soll kein gewöhnlicher Garten werden. Wir haben vor, Märchengärten aufzubauen und haben jetzt hier schon mal angefangen. Das heißt, jeder Garten wird wieder ein einzelner Raum nach einem Märchenthema bepflanzt. In diesem Falle der Gemüsegarten jetzt nach Peter Hase von Beatrix Potter aus dem Englischen. Ich habe mir dann die Illustrationen angeguckt, habe mir die Märchen durchgelesen, geguckt, welche Pflanzen erwähnt werden, wie sie das gezeichnet hat. Und dementsprechend werden auch die Beete angelegt, das Rundrum gestaltet. Die Vogelscheuche wurde schon aufgebaut. Antjes Tochter hat die spendiert. Die Kinder planen mit. Es soll auch ein bisschen abwechslungsreich sein, es soll spannend sein. Zum Beispiel hat meine Tochter sich zum Geburtstag einen Garten gewünscht. Wir hatten ihr jetzt erstmal nur eine Bank und einen Tisch hingestellt und haben jetzt beschlossen, dass wir das in einen Manga-Garten umbauen, weil das eben ihren Interessen entspricht und weil es auch einfach im Kommen ist. So ist auch für die Teenager was dabei. Das heißt, das wird jetzt der Demon Slayer-Manga-Garten. Im nächsten Sommer soll er fertig sein. In Alt-Schwerin am Plauer See liegt der Dörpladen Dit und Dat. Andrea Fabich-Albrechtstag beginnt um 7.15 Uhr mit dem Verkauf von frischen Brötchen. Am meisten Kundschaft hat der Dorfladen um die Mittagszeit, denn es wird selbst gekocht. Neben Brot, Bananen und Tageszeitung gibt es später noch Suppe und Schnitzel. Juni, Juli, August ist hier richtig viel los, weil dann wirklich die Urlauber da sind und die Campingplatz-Leute kommen auch gerne zu uns. Wir haben ja zwei Campingplätze. Die Dauercamper sind schon wirklich Stammkunden und da freue ich mich, dass die jedes Jahr kommen. Die haben denn nicht nur die Brötchen holen und das Brot, Croissants lieben sie, meine Kuchen, aber auch wenn sie was vergessen haben, das Mehl oder Nutella, dann fahren die nicht extra nach Malchow, sondern holen sich das hier ab. Manchmal gibt es so skurrile Sachen, die man vermisst, wie ein Eierpieker, Schnürsenkel. Zahnbürste, ja, also das gibt's denn bei mir auch alles. Gerade diese Touristen, da sind wir doch angewiesen. Und die kommen gerne. Und wenn bei mir welche kommen, Bootsmieten, sage ich, bitteschön,
Also hier ist der Laden, das Tolle, da ist es so wie zu Hause, weil ja so viel Angebot ist. Großkarten und Dosenfisch neben Sauerkrautsaft und Luftpumpen. Und was heute nicht da ist, am nächsten Tag hat Andrea es besorgt, verspricht sie. Was hast du denn dann? Obst, Bananen? Hier, guck. Ja. Obst und Gemüse findest du ja hier, ne? Ja, zwei Bananen möchte ich denn. Gut. So. Alles klar, ich gehe schon zur Kasse, ne? Wenn ich was brauche und ich kann es irgendwo nicht kriegen, dann bekomme ich es hier bestimmt nochmal. Es ist so eine richtige schöne kleine Tante-Emma-Laden und das liebe ich so. Das mag ich gerne. Ja. Bei uns kriegen die Leute mal gute Laune Frühstück. Und ich habe gerade eine Bestellung. Da muss ich noch ein bisschen was verschönern. Braucht ihr noch? Alles gut, ja? Also, wenn ihr wollt, spielt ihr nachher noch eine Runde. Mensch, ärger dich nicht, ne? Ich finde es toll, was ihr macht, ja. Zum einen ist eine Grundversorgung ein bisschen da. Das heißt, Leute kriegen hier frische Brötchen morgens. Das ist auch mein, wir haben ein bisschen Urlaub zu Hause. Das ist auch sehr wichtig, dass man das hier im Dorf kriegen kann. Das ist die eine Sache. Und zum Zweiten, der Dorfladen ist wie früher die Post. Man kann hingehen, man kann reden, man trifft Nachbarn, man tauscht sie aus, man erfährt Neuigkeiten, man gibt selbst ein bisschen was rein. Das ist im Dorf schon wichtig, dass man so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Das macht sie toll. Für mich bitte zwei Kartoffelbrötchen hell, ein Kartoffelbrötchen dunkel, ein Mecklenburger Zwilling und ein normales. So, drei Kartoffelbrötchen. Ich denke, dass die Kunden zu uns kommen, weil sie sich zu Hause fühlen. Also, ich heiße sie wirklich willkommen und finde das toll, weil hier kommen nur die netten Gäste her, sage ich immer gerne. Und die fühlen sich wohl. Im Sommer hilft Andreas Tochter Alexandra mit. Und wundert sich über gar nichts, auch nicht über vierbeinige Kunden. Oder die hat alle genommen. Die Tochter von ihr, die war vor kurzem hier mit einem Pferd und stand in der Tür mit einem Riesenpferd. Ich habe mich wirklich erschrocken und hat mich gebeten, ihr ein Eis zu verkaufen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich hat sie das Pferd im Zaum und nicht, dass es hier gleich durchrennt, obwohl hinten ist die Tür wieder auf. Also es hätte durchrennen können. Heute Abend, nach Ladenschluss, wird noch gefeiert. Die Soljanka ist obligatorisch. Ich komme! So, kriegen wir es beide ran? Ja. Im großen Kessel überm Feuer darf sie noch eine Weile durchziehen. Na super, wir haben gleich angemacht. Zeit für den großen Auftritt. In Alt-Schwerin kocht und singt die Chefin selbst. Herzlich willkommen hier heute am Alt-Schweriner Dörbladen zu unserem herzlichen, herbstlichen Hoffest. Jetzt komme ich aber euch! Ich will immer wieder. Auch Tochter Alexandra singt mit. Mich an dich verlieren will. Sterne sehen, immer wieder mit dir tanzen gehen. Wenn die Nacht beginnt, dann brauch ich dich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich muss einfach mich um Leute kümmern, beziehungsweise ich möchte, dass es denen gut geht und dann kommt ganz viel zurück und dann geht es einem selber auch gut. Das funktioniert. Mama, hat ihre Tochter neulich zu ihr gesagt, mach doch auch mal was für dich. Das hat sie getroffen. Das hier, das bin doch ich, hat sie dann entgegnet. Andrea und ihr Dorfladen, wieder eine neue Insta-Story. Nee, hab ich nicht. Wir gucken nämlich immer
Weil ihr wären auch fremde Freunde. Auch Deborah Fass ist in den sozialen Netzwerken unterwegs. Wenn sie mit ihrem Unverpackt-Mobil durch Niedersachsen düst, gibt es immer Neuigkeiten von unterwegs. Warte, kannst du. Siehst du? Ja. Bist du, warte, wir machen hier noch die Haare hübsch so ein bisschen. Soll ja auch vernünftig aussehen. So. Hallihallo, ihr alle. Kommt gerne vorbei. Wir haben ganz, ganz viel für euch aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so rum sehen könnt. Hat er abgebrochen. Warte, machen wir noch eine hinterher. Geklönt, geschnackt. So, pass auf. Einmal raus. Christine mit im Hintergrund. Diesmal klappt's. Also die Leute kriegen von uns privat auch schon einiges mit. Also wir nehmen die Leute auch mit in den Urlaub teilweise. Das ist immer mal so, so wie es gerade passt. Auch wie es zeitlich passt tatsächlich. Ne? Also Christine sagte schon, seitdem ich war noch nie so oft auf Bildern und im Internet, ja. Wie seitdem ich hier auf diesem Hof arbeite. Ganz offen. In ihrem Unverpackt-Mobil haben Deborah und Chrissy nicht nur Müsli und Trockenobst, es gibt auch Fleisch vom eigenen Hof und selbstgemachten Käse. Genau das Gleiche. Einmal pro Woche ziehen sie jetzt damit über Land. Mobiler Wochenmarkt, das ist mein Baby. Und jeden lasse ich natürlich an mein Baby auch nicht ran. Ne? Und ich muss aber sagen, durch die Deborah oder durch die Hofladen Fass habe eine Bereicherung gewonnen. Ne? Die tickt ähnlich wie wir. Ne? Die ist bodenständig, die ist nachhaltig. Ne? Und was super ankommt, sie kann mit den Leuten kommen. Sie kommt mit den Leuten unwahrscheinlich gut zurecht. Und was bekommst du sonst noch? Und hier vom Michael oder wie heißt das? Der Michael. Der Michael kommt aus dem Schwarzwald. Den habe ich über Instagram kennengelernt. Und wir haben uns halt connected, wie man heutzutage so schön sagt. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann sagte er, weißt du, was wir machen? Ich komme dich besuchen. Und dann? Dann machen wir Käse. Und dann war der Michael da 10 Tage und dann haben wir zusammen 10 Tage Käse gemacht. Also das war richtig. Ich habe ihm die Nordsee gezeigt und er hat mir das Käsemachen gezeigt. Das war richtig spannend. Und deswegen heißt unser Naturkäse auch Michael zum Beispiel. Und dann brauche ich noch den Quark, den Hofquark. Ja, aber gerne. Der ist sowas von lecker. Schön, das freut mich. Von Dirk mit Liebe gemolken, immer. Von uns mit Liebe gerührt. Von Hühnern liebevoll gelegte Eier sind auch im Angebot. Auf Hof Fass in Friedeburg darf der Nachwuchs draußen spielen. Bunte Bentheimer Schweine. Die alte Haustierrasse war beinahe ausgestorben. Dabei sind sie wirklich niedlich mit ihren Schlappohren und dem gefleckten Borstenkleid. Die sind nicht für hübsch, die sind nicht nur zu Dekozwecken hier. Wir machen hier Artenerhaltung mit den bunten Bentheimern. Und das Motto der bunten Bentheimer ist ja die Erhaltung durch Essen tatsächlich. Nur weil wir sie essen, können wir sie auch züchten, weil sonst hätten wir uferlos viele Schweine irgendwann. Und durch die Artenerhaltung stirbt die Rasse nicht aus. Ein glückliches Leben sollen sie haben, bevor sie Wurst und Gulasch werden. Alles quasi, von dem Schwanz bis zur Nase wird das Tier komplett verarbeitet bei uns. Also von Bratwurst über Schnitzel, Kotelett, diverse Bratenstücke oder, habe ich das vergessen, Gulasch, Hackfleisch, also ist das ganze Programm, Leberwurst, das Rundum-Sorglos-Paket. Das Rundum-Sorglos-Paket kann man dann entweder auf dem mobilen Wochenmarkt oder im Laden von Familie Fass kaufen. Obst und Gemüse von regionalen Anbietern, Saft und Nudeln. Der Laden hat 13 Stunden täglich geöffnet. Das geht. Es ist eine Besonderheit, dass wir ein kompletter Selbstbedienungsladen sind. Hier geht alles mit Selbstbedienung. Wir vertrauen euch. Also wir haben am Anfang wirklich, dieser Laden ist eigentlich ja so ein bisschen von dem Eierhäuschen entstanden, was wir früher hatten. Also man sieht hier auch wirklich diesen kleinen Bereich. Das war der erste Laden, dann kam der nächste dazu, dann ging es weiter. Und desto größer das wurde, haben wir uns die Frage gestellt, funktioniert das so? Also man sucht sich wirklich seine Sachen selber zusammen. Es steht überall ein Preis dran, das Fleisch ist voretikettiert.
Und die Leute rechnen sich das selber zusammen und bezahlen dann in die Vertrauenskasse. Und das funktioniert hier in Friedeburg erstaunlich gut. Also wir haben immer einen Schritt on the top, sage ich immer so gerne, gemacht. Man kann das mit Bargeld machen. Mittlerweile sind wir so, dass wir auch ein Sum-Up-Gerät haben, also dass man auch bargeldlos bezahlen kann. Und über PayPal funktioniert das Ganze auch. Hallihallo, wir haben ganz, ganz fleißig wieder aufgefüllt. Es ist nicht mehr ganz so viel Eis wie jetzt im Sommer, aber schaut mal. Wir haben richtig schöne Sorten noch da. Wir haben auch wieder Kinder Bueno. Also alle Kinder Bueno-Fans, ganz, ganz schnell. Es ist wirklich das Letzte. Und was wir auch haben, wir haben Birne Banane im Angebot. Also alle, die immer so auf, wo ist mein Finger da? Alle, die immer so auf Birne Banane abfahren, schwingt euch ins Auto, zieht euch Gummistiefel an und macht euch durch den Regen auf zum Lädchen. Die Story ist online. Auf der Weide neben dem Dorfladen steht eine weitere Haustierrasse. Dirk praktiziert hier kuhgebundene Kälberaufzucht. Das heißt, die Kälber werden von den Kühen gesäugt und das in einem Milchviehbetrieb. Weil die Schweine ihre Ferkel ja auch säugen und die ganze Zeit über haben wir die dabei. Und bei den Kühen haben wir auch schon immer gesagt, wir müssen es irgendwie auch probieren, lass uns das mal probieren. Dass wir die Kälber auch die ganze Tränkezeit über bei der Kuh lassen. Warum sollen wir jetzt die Fütterung der Tiere übernehmen, und obwohl die Kuh das auch selber kann. Und die Kuh nimmt uns da ja auch ein Stück weit Arbeit ab. In Gramentin am Kummerower See ist Frühsommer. Es gibt jetzt zwei Schafe. Sie sollen eigentlich für die Gäste da sein, haben das aber wohl nicht verstanden. Lakritz haut ständig komm. Ab. Komm, Lakritz, komm. Komm, Lakritz, komm. Der Demon Slayer Manga-Garten hat Formen angenommen. Paul, Antjes Neffe, hängt die letzten Monde in den Baum. Er findet den Dorfladen Märchengarten super. Ich find's toll, weil es ist halt in unserem Dorf und deswegen ist es halt immer nah. Ich kann hier shoppen gehen und so. Halt keine Klamotten, aber Süßigkeiten, das reicht mir auch. Eine Pizza machen manchmal. Ja, auch in der Küche. Und ich finde es halt auch toll, dass es halt in der Familie ist. Für die Achtung da. Antje sammelt noch Argumente für den Manga-Garten. Und warum sind die so cool? Weil die interessant sind. Warum sind sie denn interessant? Weil die gute Zeichnungen haben. Die Zeichnungen sind gut, ja, das okay. Stimmt. Ja. Und Anouk muss dann immer hier stehen und so machen. In the open gardens. Ja, in the customer stamp. Du dich dann. Nee, ganz sicher nicht. You can walk around on your costume. Zumindest im Pullover. Nein. Alexa wollte den Dornröschengarten haben. Mama hatte eine Idee, dass sie da ein Gartenbett hinstellt. Viel gespielt. Das hier soll das Nimmer-Nimmer-Land werden?
mit Steg und Boot und wir gucken, ob wir eine kleine Insel schaffen oder das sonst an der Seite machen. Denn Peter Pan wohnt hier auch in einem Baum, dann können wir vielleicht die Bäume mit benutzen. Und es ist einfach wunderschön mit den ganzen Enten und Gänsen, die dann hier jedes Jahr brüten. Das möchten wir natürlich auch als Brutstätte so beibehalten. Mal gucken, wie wir die Besucher dann hier irgendwie so rumgelenkt kriegen, damit das wirklich den Tieren belassen wird. Genau, hier hört man alles quaken und chirpen. Und daneben hatten wir überlegt, einen Weinberg anzulegen, weil es im Südhang ist. Und vielleicht schaffen wir es, unseren eigenen Wein zu kellern. Komoroer Seewein ließe sich gut im Dorfladen verkaufen oder gleich vor Ort im Restaurant genießen. Aber erstmal wird heute ein neuer Garten angelegt, nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. Antje und Mirjan haben sich während des Studiums in England kennengelernt und sind dann mit dem ersten Kind zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht hier, dann kannst du überall noch durch? Ja, mit. Ah, das schaffst du. Ja, ich finde so. Du bist stark. Okay. And for the next 7 days or 8 days. Oh, longer, okay. Ja. Okay. So. Na dann. Gut. So, du kleiner Goldregen. Kleiner Goldregen? Hm, so heißt das. So, da haben wir jetzt den Goldregen eingepflanzt. Das wird das Märchen Sternentaler. Der muss natürlich noch ein bisschen wachsen. Ich habe nachher auch so eine richtig große Truhe noch von meiner Oma. Da liegen schon die Goldstücke. Die kommt dann hier drunter mit den Goldstücken drin. Antjes und Mirjans Kinder sind, wann immer es geht, dabei. Beim Pflanzen, beim Ernten, beim Kochen. Die schmecken sehr gut. Das Ergebnis? Kinder, die rohen Spinat essen und das auch noch mögen. Mit Minze, ja? Das Pimps mit Gurke, ja? Und Erdbeer, ja? Okay. But I want to help you. Paul darf heute Pizza machen. Natürlich mit selbstgepflücktem Spinat aus dem Märchengarten. Susanne hat inzwischen ein Lastenrad namens Bertha. Das Unverpacktmobil muss immer noch warten. Auch wenn sie eine geringe Ladenmiete und niedrige Fixkosten hat, ein mobiler Dorfladen wäre eine Investition, die sie gerade nicht stemmen kann. Hi! Na? Na? Hallo. Ach, das ist Hallo. Linda. Machst du mit? Ja, was machen wir heute? Baldrian einpflanzen. Ja. Bestimmt 140 Stück. Wow. Können gleich anfangen. Mega. Kriegst du das? Danke. Lass mal, kannst du das stehen lassen? Ich habe selber einen Garten. Aber ganz viel lernt sich auch einfach in der Gemeinschaft. Jeder weiß irgendwie was. Wir haben ein Gärtnerbuch, wo wir so dann nachschlagen. Und dann lernt sich das auch so zusammen. Und auch schon von letztem Jahr zu diesem Jahr ist einfach die, ist ja beim Gärtnern häufig so, ne, diese Erfahrung, die einen dann schlauer werden lässt von einem Jahr zum nächsten. Auf dem Gelände der Buger Küchengärten ackern sie. Die sind jetzt fertig. Rosmarin war, glaube ich, noch nicht da und Andorn. Ah ja. Und es hat voll die Wirkung. Die Leute kommen an, gucken, drehen eine Runde, googeln was, reden miteinander und, oh, und kosten und so. Richtig schön. Essbares Schwerin heißt der Verein, in dem Susanne gärtnert. Zusammen mit einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter. Anita leitet die Gruppe an. Genau, eine halbe Runde auf der Seite und eine andere Runde auf der Seite. Und macht dann auch farblich konträr zum Goldmond. Der Goldmond wird ja so schön leuchtend hell orange. Und wird ungefähr so hoch. Und der Baldrian kommt dann hier hinter, hat Laub bis hier und macht schöne hellrosa Blüten ungefähr auf der Höhe. Wir bringen das Landleben wieder in die Stadt. Und klar, wir haben jetzt hier letztes Jahr auch Kartoffeln gegärtnert. Jetzt hier sind wir wirklich im Heilkräutergarten. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich Heilpraktikerin für Pflanzenheilkunde bin und einen medizinischen Schaugarten anlegen möchte, der die Menschen lockt und so ein bisschen wie so ein lebendes Herbarium macht, dass man
nach Organfeldern sortierte Pflanzenbeete hat, wo wir halt die ganzen Verdauungspflanzen an einem Ort haben, die ganzen Atemwegserkrankungspflanzen, dass man mal die alle so auf einem Haufen sieht. 140 Baldrianpflanzen beruhigen schon beim Gärtnern. Das ist auf jeden Fall mehr Freizeit, weil ich das total genieße, einfach dann draußen zu sein, weil ich eben viel Zeit im Laden auch verbringe und mich natürlich freue, wenn ich dann einfach in der Natur sein kann und meine Hände benutzen kann. Zurück im Laden. Anita wird hier heute Abend einen Workshop geben, Kräutersalze selber machen. Die Kräuter für den Workshop stammen aus dem Küchengarten des Schweriner Schlosses. Alles regional. Die Idee ist, die Menschen wieder ein bisschen mehr an das Regionale zu gewöhnen. Weil wir ja total gewöhnt sind an Vanille, Zimt, Ingwer, Kurkuma. Es kommt nichts von hier. Ne? Was haben wir hier an Gewürzen? Scharfe Sachen sind Meerrettich und Senf. Also ganz andere Geschmacksrichtungen. Die Kräuter werden für das Salz pulverisiert und dann in kleinen Gläsern nach ayurvedischen Prinzipien geschichtet. Es stoppt jetzt immer so schön. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Auch Gülzow in Schleswig-Holstein hat einen Dorfladen, einen Tante-Enso-Laden. Das Konzept 24 Stunden geöffnet, einige Stunden am Vormittag mit Personal. Das Ganze funktioniert auf Genossenschaftsbasis. Die Dorfbewohner kaufen Anteile am Laden. Das Unternehmen Mai Enso sorgt für die Logistik. Wir haben 5 Jahre ja hier kein Geschäft gehabt. Und wir älteren Leute empfinden das sehr, denn wir haben ja unser Auto abschaffen müssen und können nicht mehr zum nächsten Einkaufen fahren nach Tespelhude. Ne? Ich bin ja früher mit dem Rad durchs Dorf gefahren, habe mir alles rangeholt und bin auch zu den Busfahrten. Also für mich ist das großartig und für meine Söhne auch. Denn wir machen uns oft mal eine schnelle Küche. Und es ist so schön, wenn man mal ein bisschen Schokolade kaufen kann. Es kommt Besuch aus Hamburg. Man kann sich schnell mal ein Stück Kuchen holen. Also das ist sehr schön. Es geht demokratisch zu im Tante-Enso-Laden. In Schleswig-Holstein und im Süden der Republik ist Tante-Enso bereits weit verbreitet. Mecklenburg-Vorpommern hat noch keinen Tante-Enso-Laden. Suko möchte der erste Ort sein und hat sich mit einem selbstgedrehten Video beworben. Also die Orte, die sich um einen Tante-Enso-Laden in ihrem Dorf bewerben, die sind oft nach der Bürgerversammlung so begeistert, dass sie die Möglichkeit haben, wieder eine Nahversorgung im Ort zu haben, dass sie teilweise keine Kosten und Mühen scheuen, sehr kreativ werden und uns die tollsten Bewerbungsvideos schicken, wo sie eben in dem Video begründen, warum ihr Ort unbedingt einen Tante-Enso-Supermarkt haben möchte. Knapp 1500 Einwohner hat Suko. Fast alle wollen einen neuen Dorfladen, sagt Bürgermeister Keding. Nur ein einziger Nachbar mit einem findigen Anwalt wolle ihn nicht. Und deshalb ließe die Baugenehmigung seit 1 Jahr und 3 Monaten auf sich warten. Ja, 2021 habe ich gesagt, war ich sehr leichtsinnig. Ne? Das ist man ja manchmal so als Bürgermeister. Dann sagt man, okay,
ein bisschen Risiko ist dabei, aber so Mitte des Jahres 2022 steht der Bau, ne? Das kann ja nicht so schlimm sein. Ne? Der Nachbar fordert ein Gutachten nach dem nächsten. Die Sache mit der Baugenehmigung zieht sich endlos. Und seitdem liegt sie beim Landkreis und wird dort geprüft und sehr gründlich geprüft. Und ich weiß, man hat beim Landkreis auch in Mecklenburg-Vorpommern zumindest keine Erfahrung mit 24-Stunden-Läden. Da muss man sich ja das eine oder andere noch beachten. Ja, und da warten wir jetzt. Denn ohne Baugenehmigung kein Dorfladen. In Weitenhagen, in dem lehmverputzten Fachwerkhaus, hat sich inzwischen einiges getan. Heute soll eine Pre-Opening-Party stattfinden. Partylicht. Licht an, Tür auf. Der Laden ist zwar immer noch nicht fertig, aber heute gibt es schon mal Kuchen. Katrins Mama hat sich selbst übertroffen. Eine Obsttorte. Dann habe ich zweierlei Streuselkuchen gemacht. Einmal mit Marmelade, einmal mit Rhabarber und nochmal ganz weichen Rhabarberkuchen. Das letzte Mal, glaube ich, war alles irgendwie noch gar nicht verputzt hier. Ne? Wir haben jetzt alles mit Lehm zugeputzt. Also die erste Schicht ist drauf. Hier siehst du auch die Heizung. Wir haben eine Wandheizung hier im Laden. Genau. Ja, und das wird nachher der Verkaufsraum sozusagen werden mit Tresen. Das sind hier die Regale dann, die Räume für die Regale. Und genau. Für das Obst und Gemüse und was du brauchst für den täglichen Bedarf. So sieht's aus. Also das wären nachher die Körbe zum Einkaufen. Die sind auch ein bisschen klein, aber vielleicht überlegen wir das nochmal, ob wir nochmal ein paar Tiefröhre besorgen. Aber so soll es werden. Das ist hier unten so ein bisschen Stauraum, ne? Weil wir nachher nicht so viel Platz haben, haben wir ein bisschen unten als Stauraum gedacht. Und dann gehst du sozusagen raus in den Garten. Und ja, also so ungefähr wird es auch sein nachher, dass es überall so versteckte Ecken gibt, wo man einfach in Ruhe sitzen kann, entspannt. Unser Geschirr ist leider auch noch nicht fertig. Die Töpferin war ja hier und das ist leider noch in Arbeit. Sonst hätten wir das auch schon mal zeigen können. Aber wir haben unsere Sammeltassen da. Das ist ein bisschen, also ich finde das ganz schön. Ich habe das nachher auch vor, wenn so die Senioren oder wenn man so eine Kaffeetafel hat, dann finde ich es, glaube ich, ganz schön auch mit Sammeltassen. Ich habe die alle aus dem Umsonstladen. Ich arbeite ehrenamtlich im Umsonstladen. Und wenn dann immer Kisten abgegeben werden mit alten Sachen, dann nehme ich das mit. Also das alles, was ihr seht, ist teilweise Umsonstladen. Also die ganzen Kaffeekannen, das Geschirr. Ja. Was die gute Laune ein klein wenig trübt, die Behörde hatte einen Baustopp verhängt. Wichtige Unterlagen fehlten. Egal. Hier drinnen sieht es schon ziemlich gut aus. Eine kleine Fotoausstellung zeigt den Vorher-Nachher-Zustand. Auf dem Grundriss sehen Interessierte, wie groß das Haus ist. Hier kommt man rein, das ist die Eingangstür hier. Und diese Glastür, die hier schon drin ist und Scheunendiele. Und hier sind dann die Regale nachher. Hier sollen dann die Regale stehen, wo die ganzen Waren, Produkte drin sind. Da sind wir schon da dran, so Produkte zu suchen, ne, auch die möglichst aus der Region stammen, was man da so reinbringt, ne, was man so täglich braucht. Käse, Wurst, Brot, Brötchen, ja, Rapshonig, ne, die Rapsblüte ist ja gerade durch. Der stammt aus Gützkow, das ist circa, ich sag mal, knapp 20 Kilometer südlich von uns hier, von meinem Schwiegervater. Die Schmelters hoffen, dass sie den Laden im Spätsommer eröffnen können. Oh, ich bin total erledigt. Wir haben die ganze Woche so Vorbereitungen schon gemacht. Wir hatten ja die ganzen Möbel schon da und die haben wir alle auf dem Dachboden umgelagert. Und jetzt haben wir die alle rausgeholt. Die ganze Woche über, immer nach Feierabend sind wir her und haben... Ja, und jetzt bin ich echt so... Puh. Aber ich freue mich auch, weil ich glaube, das ist auch schön, einfach mal zu zeigen, was wir geschafft haben. Und so stand sie auch auf der Einladung. Und ich glaube, viele Leute sind auch echt neugierig. Hier aus dem Dorf, unsere Nachbarn sind eingeladen, Freunde. Also wir haben das so ein bisschen weit gestreut und ich freue mich jetzt auf schöne Gespräche und einfach auf neugierige Menschen.
Die alten Schallplatten mussten mit, der Stimmung wegen. Sohn Henry legt auf. Die ersten Gäste kommen. Viele Leute aus dem Dorf. Die Stimmung ist gut und irgendwie feierlich, obwohl noch nicht der Laden, sondern nur ein Kuchenbuffet eröffnet wird. Unser Kuchenbuffet ist eröffnet. Bedient euch, nehmt euch Kaffee. Dort ist ein kleiner Tisch mit Kaffee. Hier drin steht einiges. Es gibt auch Wasser und Apfelsaft von Äpfeln aus unserem Garten. Ja, dann also einen schönen Nachmittag. Der Kuchen reicht gerade so. Beinahe 100 Gäste sind da, auch der Pastor. Also da habe ich schon große Zuversicht. Und Sie haben ja eine freundliche Ausstrahlung. Und hier in das Dorf reinzukommen, ich finde, Sie machen das auch sehr gut, dass Sie jetzt die Türen öffnen schon sehr früh. Und ja, ich gebe dem eine gute Chance. Ein schönes Einweihungsgeschenk. Ein Fotobuch mit Geschichte über das alte Fachwerkhaus. Also wir sind total überrascht, dass so viele Leute gekommen sind, dass hier so ein Trubel ist. Familie, Nachbarn, Freunde, alle sind gekommen aus Neugier. Es ist total schön, es ist aber auch total stressig, weil alle irgendwie schreien, Kaffee und wo ist die Tasse, haben wir noch Sitzplätze. Aber es ist schöner Stress und es gibt nette Gespräche und es gibt total viele interessierte Leute und die freuen sich auf das Café, auf den Dorfladen und das ist total schön. Welchen möchtest du denn? Über NDR 1 Radio MV erfährt das ganze Land. Und dann gibt's noch eine schöne Nachricht. Eine Einladung zum Tanz in den Mai. Hallo, mein Name ist Andrea Farbig-Albrecht und ich grüße aus Altschwerin vom Altschweriner Dörbladen. Und wir laden ein am Sonntag zum Tanz in den Mai von 19 bis 24 Uhr, wie zu alten Zeiten. Hoffentlich reicht der Platz im großen Saal des Dorfladens. Also Publikum hat man hier, sag ich mal so, ja eigentlich von 20 bis 60, 70, 80, ja, kann man so sagen, ja. Karin, hallo, schön, dass ihr da seid. Einmal die Schürze um, Handschuhe, wisst ihr ja, wo es ist. Schön, dass ihr da seid, sonst würden wir es ja nicht schaffen. Wir wurden heute Nachmittag schon überrannt. Deshalb improvisieren sie. Klassisches Bauarbeiterfrühstück als Grundlage für einen langen Abend. Wir wissen auch nicht, was uns heute erwartet. Wir freuen uns aber drauf und die Gäste, glaube ich, auch. Heute Nachmittag waren wir schon richtig gut besucht worden. Wir hatten nämlich Schnitzel, Spargel im Angebot, haben aber ein bisschen verkürzt aufgemacht und haben gesagt, heute tanzen wir in den Mai. Ich freue mich, dass wieder Helfer da sind, die uns hier unterstützen. Meine Tochter angereist ist aus Hameln, weil ansonsten geht es nicht. Wir brauchen einfach Hilfe, und um einfach Freude zu bereiten. Und das ist unser Anliegen. Oh, hallo und herzlich hallo. Willkommen zur Disco Open Dörp hier als Tanz im Mai. Wunderbar, schön, dass ihr alle da seid. Andreas Dörpladen war von 1970 bis 1976 eine Schule, 1976 bis zur Wende der Konsum von Altschwerin. Und dann kam sie. Wir suchen mal ein schönes Fleckchen. Hi. Hallo, grüß euch. So, passt mal auf, schön, dass ihr alle da seid. Es wird immer so sein, dass hier die Leute rausgehen wollen. Ihr sitzt also ein bisschen im Zug, also müsst ihr euch warm tanzen, weil da kann man auch rauchen. Seid ihr gut drauf? Ja. Das finde ich aber besser hören. Seid ihr gut drauf? So, ich hoffe jedenfalls. Ich hoffe, dass die Stimmung toll sein wird heute hier. Im Altschweriner Dörplan, so Disco Open Dörp, heute als Tanz in den Mai. Ich freue mich, dass der Marco heute Musik macht und ihr richtig gut drauf seid. Seid ihr gut drauf? Ja! Und das ist ja wunderbar. Um 19 Uhr hat DJ Marco den ersten Titel gespielt. Um 19.01 Uhr
sieht es hier so aus. Deine Lippen machen süchtig nach mehr. Halt mich fest und frage mich nochmal. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein. Also die Leute wissen, dass sie hier mitmachen dürfen, dass sie sich nicht genieren brauchen, sondern einfach Spaß haben. Und das ist ja wirklich das, was wir wollen. Ein bisschen, ja, wie ich immer schon sage, Lebensfreude bereiten und die haben die alle. Also die haben Spaß und machen mit, keiner beschwert sich. Wenn was fehlt, ein Stuhl, stehen die auf und sagen, Andrea, wo soll ich ihn herholen? Und das ist toll. Obwohl Stühle sind hier nicht so das Problem. Die Tanzfläche ist fast immer voll. Ja, das ist sehr wichtig und das ist sehr gut, dass wir diesen Dirtladen haben. Der Dirtladen gehört zu Alt-Schwerin, wie der Plauer See zu Alt-Schwerin gehört. Es ist ja nicht nur der Dirtladen an sich, es ist ja ein kulturelles Begegnungszentrum. Und Sie merken ja hier schon an der Feier, dass hier immer was los ist und das ist auch gut so. So, passt mal auf, liebe Frauen, ich mache immer den Spaß. Wir machen immer mal Damenwahl, weil hier werden ja fremde Freunde. Also, liebe Frauen, sucht euch doch mal einen Mann, den ihr nicht kennt. Ich mache nämlich gleich mit und wir spielen einfach mal. Oder wir haben einen tollen Titel ausgesucht, verdammt. Und dann stehst du im Regen. Und sucht euch mal einen Mann aus, den ihr noch nicht kennt. Los, Frauen, ran. Ich greife hier auch ein. Also, da geht's schon los. Ich gehe auch los. Ich gehe hinterher. Jetzt, Damenwahl. Hoch mit euch! Hoch mit euch! Und ganz nebenbei postet Alexandra eine Story. Am nächsten Morgen werden sie mindestens 200 Follower gesehen haben. Die, die nicht dabei waren, werden sich ärgern und die anderen noch tagelang davon schwärmen. Schön hier. Es ist die Geselligkeit, die hier bei Andrea ist und dieses Familiäre. Jeder kennt jeden und das finde ich so toll. Ein Dorfladen ist im besten Fall eben nicht nur ein Dorfladen, sondern auch ein bisschen zu Hause. Und ganz bestimmt im 21. Jahrhundert angekommen. Ländlichen